Ich hängte in großer Eile die nächsten drei Bilder auf. Zuletzt das mit dem Haus, auf dem ich 7 Stockwerke gezeichnet habe, wie vorgegeben. So, dann schauen wir mal wieder nach Leslie, sage ich etwas fröhlicher. Es war nur Einbildung gewesen. Hier ist alles ruhig. Niemand ist hier. Kein Slenderman, kein Zettel von R.I. Also Meister Rip. Wie gewohnt steige ich in den Fahrstuhl. Langsam beruhigt sich mein Puls. Mein Atem wird ebenso ruhiger. Kommt es mir so vor oder stinkt er weniger? Hast du endlich das Deo entdeckt, Leslie? Frage ich noch halt die Kamera in Richtung Leslie. Leslie? Die Leiche ist weg. Sie liegt nicht mehr da. Nur ein dunkelroter, schmutziger Fleck erinnert daran, wo er gelegen hat. Okay, Dennis verarscht mich hier. War ja klar, murmle ich und die Tür zum 7. Stock öffnet sich. Die Atmosphäre ist dunkler als vorher, viel unheimlicher. Oder irre ich mich da? Bestimmt. Mein Gehirn verarscht mich doch die ganze Zeit. Nix ist hier los, alles ist gut. Niemand ist hier. Der Slenderman existiert nicht und kein normaler Mensch wäre so blöd, in der Nacht hierher zu kommen. Nur Idioten wie ich. So, meine Lieben, dann wollen wir mal die Schwesternrezeption abchecken. Mal sehen, was wir finden. In der Zeit kann Slendy ja kommen. Meine Stimme hat wieder die gewohnte Sicherheit angenommen, während ich hinter den Tresen gehe. Die Stühle sind weg. Ich hätte schwören können, dass hier Stühle waren. Ich stelle die Kamera auf den Tresen ab, lege die Taschenlampe hin und hole einen Snickers aus meinem kleinen blauen Rucksack. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist, gebe ich die Werbung wieder und beiße genüsslich ab, lehne dabei mich auf den Tisch. Irgendwas ist anders. Vielleicht habe ich kein fotografisches Gedächtnis, aber irgendwas an den Blättern ist anders. Ich entdecke einen Zettel, der anders war als die anderen. Nicht bedruckt, sondern so, als hätte wer ihn für mich hingelegt. Ich greife nach der Taschenlampe und dem Zettel. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet, steht darauf, wieder in blutiger Schrift. Als hätte er das Blut als Fingermalfarbe genommen und drauf losgekritzelt. Daneben ist ebenso in Blut ein Galgen gemalt. Auf der Rückseite R.I. Ich nehme meine Kamera wieder in die Hand. Irgendwer ist hier. Ich rufe mal meinen Kumpel Dennis an. Der soll mir eine Pizza bestellen. Sieht aus, als könnte das dauern. Grinse ich falsch in die Kamera. Mit der anderen Hand tippe ich auf mein Handy ein. Alles ist gut. Du bist total allein hier. Keine Sorge. Ja? Meldet sich Dennis. Wieso habe ich mich nur von dir zu dem Mist überreden lassen? Flüstere ich, während ich es mit einer Hand halte. Mit der anderen doch die Kamera neben mir ablege. Alter, ich sag's dir, das bringt dir tausende von Klicks. Du wirst reich. Redet mein Kumpel Dennis auf mich ein. Du schaltest Haufen Werbung und dann kriegen wir Haufen geiler Bitches und alles, was wir sonst noch wollen. Ich bin mir nicht sicher, ob es das wert ist. Murmle ich und lege den großen Zettel weiter weg. Was anderes? Für was steht R.I.? Kannst du das mal googeln? Wechsle ich kurz das Thema. Er schweigt und tippt Hörbe etwas auf der Tastatur. Schließlich nimmt er den Hörer wieder auf. Nee, nichts Konkretes. Zwischen Rhode Island und irgendwelchen Organisationen ist alles dabei. Antwortet er schließlich. Im Hintergrund ruft seine Mutter nach ihm. Bin gleich da, Mom. Eltern, sonst noch was? Ich habe einen Zettel gesehen, da stand, rette dich vor R.I. oben. Denke wirklich, dass die Alten wahnsinnig geworden sind. Gut möglich. Also, noch viel Spaß. Dennis legt auf. Für einen kurzen Moment hatte ich das Gefühl gehabt, dass alles okay ist. Nichts Gruseliges. Der kleine Kontakt zur Außenwelt war wie eine kleine Rettung. Doch jetzt scheint alles nur noch gruseliger. Die Kamera ist ausgegangen. Wahrscheinlich im Standby-Modus. Wäre ja blöd, wenn sie kein Akku mehr hätte. Dann müsste ich wohl oder übel mein Handy nehmen. Sie geht. Sehr gut. Ich schultere meinen Rucksack. So, dann gucken wir uns mal um. Ich wechsle die Kamera in die linke Hand, um mit der rechten einige der Schubfächer zu öffnen. Nichts drin, außer viel Staub und Spinnenweben. Ekelhaft.
In einer ist sogar eine große Doppel-A-Batterie, wie in einem Horrorspiel, wo man im Dunkeln nur mit der Kamera sieht und dafür Batterien braucht. In einem der ausgehangenen Schubfächer ist ein Zeitungsartikel. Total schmutzig, aber erst vor 3 Monaten abgedruckt worden. Schulklasse in Chemielabor umgekommen. Keine Überlebenden. Brandursache unbekannt. Lehrkraft wurde als sehr zuverlässig eingestuft. Der Rest ist unlesbar. Ist nur ein Artikel vor 3 Monaten. Murmle ich und leg ihn weg. Anschließend schaue ich auf die Uhr. Ich glaube, wir können dann runter. In dem Moment öffnet sich der Fahrstuhl mit einem altbekannten Ding. Leslie, unsere Lieblingsleiche, liegt wieder darin und gammelt vor sich rum. Zögerlich gehe ich darauf zu. Leslie, du wirst doch wohl kein Zombie sein, oder mein Freund? Ich drücke auf die 1 und lasse Leslie nicht aus den Augen. Vielleicht habe ich auch zu viel The Walking Dead gesehen. Aber das ist nicht normal. Ich habe das Gefühl, der Fahrstuhl ist schneller als vorher. Oder ist das das Adrenalin? Ich renne zum ersten Blatt und reiße es von der Wand. Der Galgen wurde mit einem Filzstift ergänzt. Oh no, flüstere ich. Sieht nicht gut aus. Ich versuche, meinen Atem zu beruhigen und gehe wieder Richtung Fahrstuhl. Leslie hat die Arme verschränkt. Kurz zeige ich mit der Kamera auf Leslie und tippe hastig auf die 2. Die Tür schließt sich. Geschoss 2. Irgendwas ist anders. Das Blatt hängt viel näher als vorher. Darauf war nur noch ein Oval zu sehen. Auch das reiße ich ab und flüchte in den Fahrstuhl. Das ist nicht normal. Irgendwas stimmt hier nicht. Panisch drücke ich auf EG für Erdgeschoss. Doch der Fahrstuhl fährt weiter nach oben, in die 3. Die Karte, die auf dem 3. Blatt sein sollte, ist völlig verschwunden. Wieder macht hinter mir der Fahrstuhl Ding, etwas lauter als vorher. Aus irgendeinem Grund gehen die Türen immer mal wieder zu und öffnen sich wieder, ohne dass ich gedrückt habe. Irgendwo höre ich ein Rascheln. Meine Hand zittert und ich verschwinde wieder im Fahrstuhl. Da sind Schritte, definitiv Schritte, die durch die Gänge hallen. Das Letzte, was ich möchte, ist wieder dem Verrückten oder dem Slenderman begegnen. Je nachdem. Da ist der Fahrstuhl sicherer. Die Tür schließt sich, als die Schritte schneller werden. Ein kräftiges Dong macht das Metall, als irgendwer oder irgendwas dagegen stößt. Dasselbe Spielchen wiederholt sich bei Stock 4. Das Blatt total leer und irgendwas rennt auf mich zu. Wieder entkomme ich sehr knapp. Mein Herz rast. Mein Blick wandert runter zu Leslie. Er hält stolz meine Karte in der rechten Hand. Sie ist leicht blutig und etwas schmutzig von Leslies Äußeren. Leute, ich habe echt Schiss. Was geht hier ab? Die Tür zum 5. Stockwerk.